Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir sind hier in einem Roguelike Dungeon, erstes Untergeschoss und probieren ein paar gute Gegenstände zu bekommen, weil sie ja auch sehr viele Truhen hat und so, die wir einfach brauchen. Und auch Level. Wir brauchen Level. Da müssen wir jetzt ein paar Level farmen. So. Da haben wir mal ein bisschen Kohle. Oh. Ist es ja. So, irgendwo in den Ecken hat es, glaube ich, noch Spawner, ja. Irgendwo hier. Hä? Nicht in so einem Raum, okay. Aber die Skelette können trotzdem spawnen. Da müssen wir aufpassen. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, das ist mal ein Spinnenspawner, den wir hörten. Ja, vielleicht ist das Skelett auch so einfach gespawnt. Aber da müssen wir noch schauen, ein paar Dinge hat es dann richtig viele Spawner in den Ecken und so. Da ist mal der Gang nach unten, aber weiter unten runter ist nicht so gut zu gehen. Jetzt mal eine natürliche Höhle. Puh. So. Machen wir Eis rein. Gut. Kommen die Zombies her von unten? Von hier? Ah, von hier. Zombies, also sind die so klein, das ist ein Mini-Zombie drin. Ein Baby-Zombie. So. Ja. Schutz, Protection. So, wir haben ja noch etwas Besseres gefunden. Die Haube, Schutz, Wasser für die Protection 2. Schutz und Protection ist ja das gleiche. So. Gut. Ja, dann gehen wir da noch durch. Ach Menno, es muss da eine Schlucht sein, sonst hätte ich rüber jumpen können. Ja, toll. Die spawnen überall noch. Oh, heftig. Ja, das ist schon heftig, die überall noch spawnen können. Ach komm schon. Die halten auch viel aus, das ist extremst. Effizienz, ja. Ist ja nicht so das Ding. Nun gut. Gehen wir noch in das letzte. Da rein. Ah, waren wir schon. Nein, okay, waren wir alles in diesem Stockwerk. Ja, sollen wir uns noch nach unten trauen? Das wird schon heftig. Das wird besonders heftig. Ja. Nicht den. Den. Ja. So. Dann haben wir wieder frei. Probieren wir es einfach mit den Blöcken. Ah, die wir irgendwo drin haben. Hier. Können wir es auch besser schaffen. So.
Also, hier ist frei. Wir gehen natürlich dort, wo es frei ist. Ja, genau. Ach, geh doch hoch. So. Oh, halt nicht viel aus. So. Boah, in dem Stress kann ich fast nicht richtig platzieren. Heftig. Sowas von heftig. Komm schon. Ich habe fast kein Knockback. Hey, was ist denn los? Ist das Band hier da? So. Jetzt. Schon wieder einen neuen Gang gefunden. Die Treppe nach unten. Ja, wir sterben so. Oh, der heftig. So wahnsinnig heftig. Zu heftig. Machen so fett Damage und halten so viel aus. Da unterschätzt man die extrem. Halt dich mal ein bisschen schneller, bitte. Ja, die halten fast nichts aus, die Rüstungen. Aber immerhin haben wir recht viel geschafft. Und der Rest machen wir dann mal ein anderes Mal. Wenn wir dann voll verzaubert sind und allerhand Zeugs haben. So. Stärkebuch. Mediumsand. Mach mal das Zeugs hier weg. So. Kurz in die Truhe schauen. Da. Völlig unnützes Zeugs. Ja, das reicht aber jetzt. Jetzt reicht's. Das macht natürlich süchtig, aber. Lieber nicht. Tschüss. Wir haben nämlich wieder 30 Levels. So schnell kann das gehen. Mit dem Rock-like-Touch. Ah, heftig. So, nach Hause gehen wir noch in ein unerforschtes Gebiet, wenn wir da noch ein bisschen finden, auf der Seite. So, und zwar, ja, nur hier ein bisschen. Hier. Okay, aber eben das ist auch ein bisschen... Nütze ist im Heimweg. Ist das jetzt richtig? Ja. Sieht's. Man sieht die Berge einfach noch nicht. So. Ja. Mehr essen möchte ich jetzt auch nicht so verbraten. Nicht allzu lange rennen. So. Gehen wir mal ein bisschen die Berge wieder. Das ist, glaube ich, das gleiche Gebirge wie da mit den Schafen. Damals. Das ist ein viereckiges Loch. Ist doch kein Spawner. Nur ein
Wasserloch. Schade. Ja, dann müssen wir mit der Portal Gun dann, wenn wir endlich mal eine finden könnten, dorthin. Aber für mich ist es auch gut, dass wir ja, Loot vor allem finden. Ja, zum Beispiel Knochen oder eben Fäden, aber Fäden haben wir jetzt eigentlich noch nicht so gefunden. In den Truhen sind meistens Fäden. Wir haben noch nicht so viele Truhen gefunden. Was noch? Ja, allerhand, das ist einfach Ding. Dass wir einfach noch ein bisschen haben. Dass wir zum Beispiel jetzt bald Mistcraft anfangen können. Und so weiter. Das sieht richtig geil aus, hier das zu bauen. Das wird das Schönste sein. Ja, die Landschaft umgestalten, das liebe ich einfach. So, Dalle. Muskatnüsse. Ha, die Muskatnüsse. So, Dalle. Haben wir noch genug Zeit, uns mal ein bisschen reinzuschauen ins Mistcraft. Wir haben ein Pult gefunden. Das setzen wir gleich mal hin. Und ja, können eigentlich gleich in die erste Welt gehen. Wir machen einfach eine Zufallswelt. Es könnte sein, dass wir dann sofort sterben oder so. Das wäre dann nicht so gut, aber zum Glück können wir das dann auch retten, müssen halt einfach ein bisschen cheaten oder so. Aber es geht eben nicht anders. Also Mistcraft ist sehr zufällig. Und auch mit Patterns, die irgendwas Spezielles machen zusammen, ist ja nicht 100%, ob irgendwas Giftiges dort oder eben andere Schwerkraft oder so irgendwas Sachen. Ja, mal schauen. Er war mal auch schon schlimm mit der Mod. So. Hier, ja. Hier machen wir die Bücher rein. So. Dann haben wir hier mal Mobloot. Ja, der Ton kann auch hier rein. Shards. Pfeile bis auf einen. So. Das Gitter kann hier rein, der Schneeball. So. Naja, die Knochen noch. Dann mal das Zeugs raus. So. Die Axt, der Bogen, die Schaufel, die Hauer. Hier. Ja. Alles war in der Truhe. In dem Rucksack. So, Knochen, Eisengitter, gebratener Fisch kann hier hin. So, den Rest mache ich dann auf Video, damit ihr es nicht unbedingt schauen müsst. So, okay. Also, wir hatten ja den Schreibtisch, genau. Das Laserpult. So. Machen wir das in diese Ecke. So. Und zwar, ja, brauchen wir alle Sachen für Mistcraft. Mal noch kurz schauen. Ja, 6 Minuten noch. Mist. Wir brauchen alles. Wir brauchen einen. Vor allem einen. Ich glaube, einen Tintenmischer brauchen wir nicht. Ein Verbindungsmodifizierer auch nicht.
Brauche ich nur noch einen Tintenfisch. Tintenmischer. Eine Flasche. Flasche haben wir noch nicht. Dann müssen wir Glas nehmen. Haben wir auch nicht mehr. Oder wo haben wir es? Da haben wir es. Sodele. So und so. Hä? Wie genau? Das ist was anderes. Das ist Holz. Und das andere ist Stein. Okay. Stein. Stein, Stein, Stein. Nehmen wir, ja, den Gabbro. Sodele. Brauchen halt noch einige Zeit. Wir können es wieder aufteilen. So. Noch ein. So, dann haben wir den Ding auch. Brauchen wir noch ein. Okay. Sollte eigentlich gehen. Ja, Tintenmisch. So. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Da muss, glaube ich, Wasser rein. Und dann müssen wir auch ein Loch machen mit Wasser. Ja, das. Wir brauchen einen unendlichen Brunnen. Ja, da haben wir eigentlich auch gleich eine. So. Gut, gut. Also da mal Wasser rein. Können wir das auch decken? Nö. Dann brauchen wir Fäden und ja, Fäden haben wir eben auch wieder nicht. Papier brauchen wir, glaube ich. Bücher. Wie macht man dann die Tinte? Brauchen wir die Tinte nicht mehr? Das ist schon so lange her. Tintenapole. Boah, da müssen wir Tintenfische töten. Das wird mit der Zeit teuer. Ja, Tinte. Ah ja, so. Und genau, dann haben wir die Verbindungsseiten. Nehmen hier ein Ding runter. Eine Werkbank, die brauchen wir dort auch. So, dann machen wir mit der Werkbank. Nochmals. So. Also eins können wir dann, ja, da müssen wir noch was anderes machen. Ein Schreibtisch. Es ist klar, dass es Brennstoff ist. Aber wie man es macht. Hallo, zeig mir mal, wie man es macht, bitte. Nicht irgendwelche Energie. Buchbinder, Tintenmischer.
Buchbinder. Aha. Buchbinder. So. So. Genau. Da ist noch wichtig. Kann ich es auch drauflegen. So, da brauchen wir eins von dem. Da zum Beispiel Welt 1 und jetzt ist die Frage, was müssen wir da noch hinlegen? Naja, müssen wir dann im nächsten Part ausprobieren. Ja, kurz schlafen. So. Ja, wir müssen zwei Bücher herstellen. Eins zum Porten und eins zum Zurückkommen. Und das zum Zurückkommen, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie man es macht. Müssen wir danach schauen. Und dann haben wir es eigentlich, dann können wir in die Welt gehen. Wird wahrscheinlich auch sehr, ja, längere Zeit gehen. Crashen. Je nachdem. Naja. Kommt drauf an. Also im nächsten Part geht es weiter mit Misscrypt und dann eine Welt, wo wir dann völlig frei einfach mal alles kaputt bauen können oder so. Aus Testzwecken. Und wenn wir dann eine optimale Welt haben, dann können wir die auch behalten und immer dann eben zum Rohstoff sammeln benutzen. So. Ja. Also Dankeschön fürs Schauen. Jo, bis zum nächsten Part, euer Drago. Tschüss.